So, was wirfst du als nächstes? Guter Versuch. Menschen auf dem Mars landen? Ein klares Nein. Was? Einfach nur Nein? Genau. Nein. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein, der Arme. Wer ist Walter? Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Und sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Noch einmal? Ich hab doch noch gar nicht. Echte Medaille? Echtes Gold? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher! Und nicht nur das! Wieso? Was denn noch? Ja! Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm. Oder Schande, Köderfisch oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage, Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl? Saal oder Kopf? In den Kopf. Zahl. Tja, Mist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Es wirft der Kopf. Kopf! Sag ich doch. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Nochmal auf die Gabe zurückzukommen. Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Okay,
erinnert uns doch an irgendwas. Schöner Regenschirm, Füße in einem Wassereimer oder einem, besser gesagt, einem Planschbecken, ein paar schöne Duftbäume und ein Los. Na, wer erkennt's? Es wie vielte, die Therapie. Als wie vielte wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Na ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Also Mokka, Oktarin getupft und Eierschale waren es sicherlich nicht. Moment, da haben wir es ja. Moment mal. Grün. Grün. Ha! Weit gefehlt! Der Hund, der war doch grün. Mann. Und was? Seinen. Halt, Naja. Dann. Moment mal. Der hatte eine rote Katze. Vielleicht gehört dann der Hund rot. Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es unberuhigt lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle unternehmen. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Okay, es hat funktioniert. Mehr wollten wir auch gar nicht. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Ich nehme mal meinen Kopf. So was nennt sich Vorführeffekt. Geil. Auch Pyro, du bist ein Knaller. So, Kopf. Zahl. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Da will mir doch einer verkohlen. Also, ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Kopf. Kopf, ja. Natürlich. Ja, ich hab genug. Ja, ich zieh dann mal wieder von dann, oh große Herrscher. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Cheerio. Oh, der geht mir mit seinem Gesappel so auf den Senkel. Also, du bist heute zu mir gekommen. Mann, da müssten wir echt mal so eine Folge Edna kommentieren oder so. Ja, aber ich glaube, da würden wir alle zusammen wahnsinnig werden. Deswegen lasse ich es lieber mal. Außerdem würden es meine Stimmmänner nicht mitmachen. Hallöchen. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Keine Ahnung. Ich hab dich einfach bloß aus Zufall angeklickt. Ich hab noch eine Frage zu König Adrian. Ich hab noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Peng.
Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Also, ihn schlagen würde ich auch selber können, aber ihn im Puzzlewettbewerb zu schlagen... Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte! Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst, aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Wir können wohl nichts anderes machen. Ich will die Schocktherapie. Ich bin mal ich ganz sicher. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal... Pass auf dein... Ja, es läuft mir schon nicht weg. So, kriegst du meinen besseren Kleiderbügel, mein Freund? Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Aber Kindchen, wenn du mir den gibst, kommst du doch selbst hier nicht mehr weg. Du musst erst einen besseren Bügel finden. Wir brauchen Bügel Nummer 1. Ach, das... Sag das dem Kontrolleur. Es ist sein System. Okay, ja, das würde ich mir gerne sagen. Bloß ich habe leider keine Option. So, da hast Los du Bügel Nummer 1. Ich möchte... Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Okay. Gut. So, und ich wette, er ist dann anschließend vor uns. Da halt mal, da geht's lang. So. Dann machen wir das denn noch und dann mal eine kurze Pause. Rendern, hochladen, kennt ihr. Da kommt der nächste Ausgang. Bing. So. Natürlich war das der falsche. Da können wir noch nicht raus. Yippie. So, alles einsteigen. Die wilde Fahrt geht los. Da kommt der nächste Ausgang. Entschuldigung, das muss jetzt gerade sein. Lelelelele. So. Hört noch. Komm, ich bin die Hufe. So. Na, ja. Midei. Ist da. Da gehst Nuff jetzt. Dann lass dich mal schön deine Hirnsuppe frittieren. Bam, 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 bam. Jetzt. Na, geht doch. So. Das machst du doch mit Absicht. So, und ich mache jetzt mit Absicht eine ganz kurze Aufnahmepause. Bis zur nächsten Aufnahme und Folge. Tüdelü.